Die zweite Frauen-Bundesliga auf Sport Total wird präsentiert von Kick. Schaut sich um und pfeift die Partie dann an. FC Ingolstadt komplett in Rot von links nach rechts. Gütersloh, weiße Trikots, schwarze Hosen von rechts nach links. Und kann dann jetzt schlussendlich den Ball fast aus dem Strafraum rausklären. Doch der erste Abschluss des FSV landet dann trotzdem im Kasten. 1:0 für den FSV Gütersloh nach nicht mal 5 Minuten. Da wollte ich schon die Abwehrarbeit des FCI loben. Doch die Klärungsaktion wäre dann schon ihr vierter Saisontreffer. Der wird noch ganz gefährlich. Und alle gucken sich verdutzt an und der Ball ist im Tor. Die Flanke von der rechten Seite landet irgendwie auf der Latte. Torhüterin Franziska Meier kriegt ihn nicht weg. Und dann ist das leider ein grober Schnitzer. Ecke kommt gut und der Kopfball ein Ticken am Tor vorbei. Aber mal wieder eine Annäherung für Gefahr im Strafraum des FSV Gütersloh. Die Westfalinnen wirken so, als hätten sie die Kontrolle über die Partie. Ball wieder nicht weg und hervorragender Abschluss, aber noch bessere Parade von Franziska Meier im Kasten der Schanzerinnen da. Schön die Gelegenheit genutzt. Nachgesetzt davon Hedda Wahle. Der Ball landet wieder im Strafraum und dann macht Tellenbrücker fast ein bisschen wenig da draus, also der Ball landet im Strafraum und da ist der Anschlusstreffer für den FC Ingolstadt. Sarah Rolle kriegt den Ball erst nicht raus. Als das eigentlich geplant war. Kommt gut auf den zweiten Pfosten und der Kopfball landet wieder im Kasten. 3:1 für den FSV Gütersloh. Der FSV heute eiskalt. Fast jede Chance, ein Treffer. Werden einem die Grenzen aufgezeigt. Nächste Flanke in den Strafraum. Und wieder gut durchgesetzt. Und der etwas unorthodoxe Fallrückzieher landet fast sogar im Kasten da. Lena Strothmann. Sich einfach und jetzt mal der FCI. Vorm Kasten, der Ball landet auf der Latte. Stürmerin wird getroffen. Aber Abschlussmöglichkeit war da. Guter Heber. Zugänglich für jeden Verein, für jeden Amateurverein, der auch Interesse hat, sein eigenes Spitzenspiel zu übertragen. Und dieses Spitzenspiel wird jetzt vermutlich entschieden. Aber Hanna Hamdi scheitert an Franziska Meier. Schön rausgespielt der Ball und Hamdi eigentlich allein vor dem Kasten. Aber Franziska Meier ist zur Stelle. Am 5.11. im nächsten Heimspiel auf den SV Meppen. Und kann die aktuelle Serie, ja, das ist dann ein Elfmeter. Ich habe mich schon kurz gewundert, das Einsteigen. Und die bleibt ganz cool verpunkt. 4:1. Und der FSV Gütersloh macht damit den Deckel auf diese beeindruckende Auswärtsleistung. Schöner Abschluss nochmal. Der aber dann doch auch wieder zu unpräzise. Und damit machen wir den Strich drunter unter diese 90 Minuten plus 4.
Der FSV Gütersloh gewinnt in Ingolstadt mit 4:1. Hier oben geht's zum neuen Video. Hier unten geht's zur Highlight-Playlist. Und abonnieren nicht vergessen.